Also die Aussteller kommen zu uns, zum Beispiel in den Container da rein, zu unserem Kapo, der da drüben ist und gerade rumzeigt, ne? Der da. Und da wird dann der Stapler bestellt. Dann fangen wir an, die LKWs abzuladen, Maschinen aufzustellen und so in der Halle. Und das leere Verpackungsmaterial holen wir halt raus aus der Halle, lagern das ein, bei uns im Zelt. Und dann, wenn die Messe vorbei ist, dann tun wir halt am letzten Messetag alle Tore mit Leergut bestücken, da wo wir es rausgeholt haben, und müssen es halt dann nach Messeende wieder reinschaffen, so schnell wie möglich. Also die Halle ist jetzt hier 15.000 Quadratmeter groß. Abgebaut wird die Halle jetzt in 1,5 Tagen. Das heißt, heute Abend um 17 Uhr ist die Messe zu Ende. Gegen 17.30 Uhr fangen wir an mit dem Leergut. Ab 19 Uhr kommen die PKWs, ab 20 Uhr kommen 7,5 Tonner und LKWs aufs Messegelände. Wir rechnen heute Abend noch mit ca. 100 Verladungen auf dem ganzen Gelände. Diese Halle wird leer sein. Spätestens am Samstag um 18 Uhr steht hier kein Stand mehr. Mir macht es halt Spaß, weil man immer wieder jedes Jahr dieselben Leute trifft. Ne? Es ist abwechslungsreich, manchmal lustig, manchmal auch nicht. Wir können nur hohe Qualität liefern, wenn wir auch in der Lage sind, zusammen als Team die hohe Qualität abzubilden. Na, man macht doch viel zusammen. Ne? Das muss auch passen mit der Arbeit, das muss klappen. Ne? Weil wenn das nicht geht, dann brauchen wir das nicht machen. Weil jeder muss sich auf jeden verlassen können. Ne? Ja. So wie es halt ist, aber wir müssen ab und zu mal gucken, ob die so richtig abstellen. Ne? Schnell, erreichbar, hohe Qualität. Man muss schon freundlich zum Kunden sein und so, ne? Weil so wie man halt zum Kunden ist, so kommt er wieder zurück. Die Zufriedenheit des Kunden ist unser Ziel, so darf man sagen. Ja.